Mein Leben war der reinste Spaß, den ganzen Tag lang. Bis auf einige Momente, in denen ich nicht mal aus dem Bett steigen wollte. Eines Tages meinte meine Schwiegermutter, jetzt ist genug, so kann es nicht weitergehen. Sie nahm mich zu ihrem Psychiater und dieser stellte die klare Diagnose. Ich hatte eine bipolare Störung. Der Psychiater teilte mir mit, dass ich Lithium einnehmen müsse. Allerdings sollte ich aufpassen, denn das Medikament verändert nicht nur mich, mein Umfeld, sondern auch meinen Ehemann. Mein Leben mit Lithium wirkte plötzlich ganz langweilig. Alles um mich herum war normal, öde und emotionslos. Allerdings hat mir das Medikament, das ich so verabscheut habe, nach ein paar Jahren wirklich geholfen, wieder ein normales Leben zu führen. Zusammen mit meinem Mann, meinem Job und meinen Kindern. Und hier bin ich nun. Wer hätte das gedacht? Nach 11 Jahren Ehe mit einem Mann an meiner Seite, der mich in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt, sowie meinen 4 Kindern. Ja, 4. Nachdem man mir mitteilte, ich könnte wegen den Medikamenten keine mehr bekommen. Hören Sie nie auf zu kämpfen und blicken Sie nach vorne. An guten und auch an grauen Tagen. Und nehmen Sie die Hilfe Ihrer Familie an. Verwandten und Freunden rate ich. Versuchen Sie nicht, uns zu verstehen. Es ist unmöglich. Die Krankheit ist zu komplex. Unterstützen Sie uns lieber. Das ist alles, was wir brauchen.